Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Barnfinders. Im letzten Part haben wir schön brav unseren Laden wieder vollgestellt. Also es kann wieder losgehen. Wir verkaufen eben nochmal schnell ab und dann machen wir uns auf zum nächsten Barn, nicht wahr? Muss ja vorangehen hier. Zack. Blö. Einmal verhökern. Viel ist das nicht. Aber dann kriegen wir die 10k voll. Dann haben wir auf jeden Fall genug Boden, sag ich mal, um die nächste Mission problemlos zu bestehen, nicht wahr? Düdelü. So, komm her. Ist auch nicht viel. 8 Gegenstände, das sind, ja, 2-3 Minuten werden das dauern. Ich kaufe auch nichts Neues an, das verspreche ich euch. Wir werden nur verkaufen. Kabel kann man immer gebrauchen, wa? Ja, ja. Zack, gönn dir. Ja, nimm mit. Nimm mit das Ding. Ah, so close. Wir sind so close. Didelü. Reise zur River Rock Barn. Ich bin sehr gespannt auf die River Rock Barn. Was willst du haben? Den Ball? Ja. Wollt ihr Aliens mit dem Ball spielen? Willst du mit dem Ball spielen? Oh ja, Bock Ball zu spielen. So, okay. Eben verkaufen. Oh, naja, das hat sich ja, das Falsch hat sich ja fast gar nicht gelohnt. Zack, jetzt kommst du noch. Pflanzen, ne? Ja, ja. Du, das ist nur noch. Ach, ist auch egal. Soll ich ihm sagen, dass es sich um eine normale Zimmerpflanze handelt? Ich glaube, er verwechselt das ein bisschen. Egal. Yo, jetzt haben wir die 10k. Jetzt bin ich zufrieden. Achievement ging rein. Alles gut. Jetzt können wir weitermachen. Wir verkaufen trotzdem eben noch schnell ab, ne? Dann passt. Und ich glaube, sonst haben wir soweit auch alle goldenen Scheißhausdinger gefunden, ne? Nein, ich kaufe nichts an. Geh weg. Komm schon, ein bisschen mehr noch. Komm, ich muss leben. Dann nehme ihn halt mit. Dann nehme ihn halt so mit. Dann nehme ihn halt mit. So, noch 4 Gegenstände? Komm. Soll mal Doppelleute reinkommen? Was verkauft er denn gerade? Ich gucke nur. Einen der wunderschönen Stühle. Aber wie gesagt, wir kaufen jetzt nichts. Wir müssen hier weiterkommen. Ich finde, da gehen aber noch ein bisschen mehr als 10 Dollar. Ich finde, es ist eine sehr gute Schubkarre. Geht meinem Opa gehört, ja. Die ist in Generationen schon erprobt. Zack. So, noch 3 Gegenstände. Erste Hilfekasten kann man auch immer gebrauchen. Komm, Leute. Gönnt euch. Oh, sieht der Agent irgendwas? Kauf, was denkst du über die Mondlandung? Ich glaube, sie ist tatsächlich, sie ist stattgefunden. Sie hat stattgefunden, sie ist wirklich passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem so ist. Guck mal, er braucht so kleine Erste-Hilfe-Kasten. Gönnung. Ah, du. Ist wahrscheinlich abgelaufen im Auto, ne? Braucht einen neuen. Ach, was für ein schöner Tag, oder? Hier in Amerika. Richtig schön. Kommt mal richtig gute Laune. Moin. 20er, ich bin hier Pylonmeister, da muss mehr gehen. Nee, da muss noch mehr gehen. 22 ist zwar eine schöne Schnapszahl, aber da muss mehr gehen. Ja. Ja gut, da kann ich mit leben, ne? So, eben noch das eine Kabel verkaufen und dann haben wir es auch schon, ne? Unsere kleine Bude hier, hä? Nächster Rutsch bitte. Moin. Kann ich Sie für dieses wunderbare Kabel begeistern? Das kann man auch draußen verwenden, wirklich. Bring. So, alles verkauft, Laden dicht gemacht. Los geht's, Leute. Auf zur nächsten Barn. Barn Hub. Wir haben schon wieder eine neue E-Mail. Warte mal, muss mal eben gucken. Achso, das war immer noch dieser Bieterkrieg. Das waren wir am Ende, wie gesagt. Barn Hub. Da müssen wir hin. Einmal kaufen. Guck, es hat sich jetzt schon wieder gelohnt, noch ein bisschen Geld anzusammeln. Und ab geht's. 8000. Auf geht's! Pff.
Der Spiegel auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ding sich verabschiedet, oder? Komm. Da sind wir auch schon. Das sieht ja, das sieht so richtig schön klassisch aus. Gefällt mir mal wieder eine richtige Barn, ne? Klassisch. Und groß. Da oben ist der Fuchs wieder. Aber Fenster kaputt. Das heißt, es fiel, ne? Scheune von River Rock. Ich höre die Techno-Mucke. Was ist hier los? Also ich höre schon mal Techno-Mucke. Irgendwas Komisches geht hier vor sich. Onkel, was sagst du? Ich habe gehört, hier soll irgendwo eine Biene sein. Ja, da gucke ich mich mal um, ne? Erstmal muss ich bieten, wa? Hey, moin! Duke wird sein Gebot erhöhen, Mann! Das hier ist 5 Riesen wert, Mann. Ich glaube, das wird teurer als 5 Riesen. Du wirst auf keinen Fall gewinnen. Da wird eine Menge Schrott dafür rausspringen. Wir werden sehen. Moin. Hallo Bahnfeinde, ist bereit für ein bisschen Action? Sicher doch. Auf geht's. Dann wollen wir mal die Auktion starten. Ja. Ich erhöhe mal. Jawoll, es ist natürlich mal wieder geglückt. Ich finde immer noch, mein Avatar ist wunderschön, oder? Ich finde die Lippen auch. Ja, sehr schön. Fortsetzen, so. Dann würde ich sagen, wollen wir mal. Das Ding gehört nun uns und wir dürfen uns frei umsehen. Direkt mal loslegen und Material einsammeln, ne? Ihr kennt es, ich kenne es. Wir machen mal die Funzel wieder an, dass man auch schön sehen kann, wo man hinläuft. Und dann geht's los. Ich höre auf jeden Fall Techno. Irgendwas geht ab. Irgendwas geht hier ab. So, wir haben einen Stuhl. Den nehmen wir natürlich schon mal mit. Holz, Holz, Holz. Paar Paletten. Alte Paletten direkt platt machen und mitnehmen. Können wir zum Reparieren verwenden. Also irgendwo da hinten wird eine Mine sein. Eine Mine. Und ja, dann schauen wir mal. Komme ich da rein? Okay. You'll never find my secret bunker. Also wir werden niemals seinen geheimen Bunker finden. Ja, mal abwarten, Junge. Ein wunderschöner Hut. Wir müssen ja nicht erzählen, wo der rumlag. Days to the US Secret Space Fleet Arrival. Also das sind die Tage, bis die geheime US-Geheim-Space-Flotte ankommt. Da hat jemand mal fleißig gezählt. Hat dann sich auch mal ein paar Mal korrigiert, aber das wird schon. Gut, hier ist so ein cooles Alien-Schild. Direkt recyceln. Aliens sind hier verboten. You'll never find my secret stash. Okay, also es ist auf jeden Fall wohl klar geworden, es gibt hier irgendwo einen Geheimgang. Irgendwo geht es in eine geheime Mine oder sowas. Wir schauen mal. Vorher schauen wir uns natürlich jetzt erstmal hier aus. Foxel, let me know. Foxel, let me know. Irgendwas mit einem Fuchs. Passt zu mir. Foxel, let me know. Foxel, let me know. Der Fuchs passt nämlich auf, falls jemand kommt und lässt ihn das wissen. Saw green fireball on the sky. Er hat einen grünen Feuerball am Himmel gesehen. Wer kennt's nicht? They're watching me. Sie beobachten ihn.
Oh, was zum Recyceln. Bisschen Metall. Wahrscheinlich sehen wir nachher in der Mine irgendwie die Aliens am Dancen. Irgendwie sowas wird passieren. Bin mir ziemlich sicher. Öffnen wir mal das. Da finden wir ja schon mal einen Betonmischer. Den können wir sicherlich teuer verkaufen. Ist ein bisschen defekt, aber den kriegen wir repariert, ne? Da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Das kriegen wir hin. Mehr ist in der Bahn hier unten zumindest erstmal nicht mehr. Die Lampen können wir nicht recyceln. Was ist hier noch? Nicht? So ein richtig schöner Stall, ne? Richtig klassisch. Das können wir noch recyceln. Da ist noch ein Stuhl. Wie konnte ich denn den übersehen? Ja, so passiert's. Einmal nicht ordentlich aufgepasst. Zack, direkt so ein Stuhl übersehen. Verrückt. Man muss sich halt wirklich gründlich und in Ruhe umsehen. Man muss sich Zeit nehmen. Wir sind ja auch nicht auf der Flucht, ne? Ganz gemütlich machen wir das. Ganz gemütlich. Wenn ihr was seht, einfach in die Kommentare schreien, ne? So, das kloppen wir noch zu Klump. Hier ist noch was zum Recyceln. Es hängt auch nichts drüber oder so, auch nichts von der Decke. Alles entspannt erstmal noch. Was steht hier oben noch? Fox, let me know. Okay, sein Fuchs lässt ihn immer alles wissen. Der hat ja oben auch Watch, wenn ihr seht. Wir gehen mal eben hoch. Fox is on the watch. Der Fuchs passt auf. Der guckt, wenn die Aliens kommen. Fox on the watch. Da ist er. Oh! Okay, der Fuchs hat Aliens gefunden. Und da fliegen sie davon. Ich bin so gespannt, was da noch am... Oh, oh, es ist abgestürzt. Oh, oh. Gut, den nehmen wir wieder mit. Ich bin ja Fan dieser Fuchsfigur. Was steht da? I saw green fireball. Okay, das kennen wir ja schon. Ja, seine grünen Feuerbälle, hä? Sonst hier noch irgendwas? Ich muss mal eben den Leap of Fate starten. Jappala. Okay, das hat schon mal geklappt. Hier was versteckt? Nö. Und dann müssen wir nach da hinten. Jeps. Du musst hier schon ein bisschen springen, musst du können, ne? Sonst lübt das hier nicht. Als Barnfinder muss man auch sowas können. Da ist was versteckt. Nö, doch nicht. Was ist das? Warum? Warum lache ich da immer noch drüber? Es kommt halt immer so unvorhergesehen. Ich denke nicht dran. Und dann plötzlich gehst du in der Hocke und er lässt mal wieder entspannt einfahren. Das ist herrlich. So, okay. Oben scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir eben nochmal wieder runter. Machen auch noch die eine Tür hier auf. Dann ist schon mal alles offen. So, da habe ich einen dicken Traktor gesehen. Den können wir auf jeden Fall hundertprozentig, ganz bestimmt, ganz sicher mitnehmen. Recyceln. Buff. Hier steht noch eine Bierdose rum. Den dicken Tisch kann ich nicht recyceln. Das ist ja fast schade. Oder wenigstens verkaufen. Aber das UFO-Schild noch. Sehr gut. Okay, wir schauen uns natürlich gründlich weiter um. Erstmal den dicken Traktor, den können wir 100 pro mitnehmen für ein bisschen Geld. Ja, siehst du, wo 150 kostet das. Zack, Gönnung. Den nehmen wir definitiv mit. Da ist nichts. Selbst aber auch sowas hier, ne, dass sie die Umgebung noch so schön designt haben und nicht einfach eine billige Skybox hingeklatscht haben, wie es die meisten dieser... Games tun. Also hier ist schon von der Qualität her, muss ich sagen, bin ich zufrieden. Okay. Staubsauger. Mehr sehen wir hier nicht. Da oben ist nochmal ein Schild, keine UFOs. Komme ich da ran? Jo. Frage ist jetzt natürlich, wo geht es zu seiner Secret Stash?
Wir schauen uns noch mal ein bisschen auf dem Grundstück um. Aber irgendwo muss ja noch was sein. Wir sind ja noch weit ab davon, alles gefunden zu haben. It should work. Es kann ja eigentlich nur hier irgendwie in den Hügel reingehen. Oder? Wie seht ihr das? Da, guck mal, das sieht gut aus. So schöne Alien-Schranke, so von wegen hier dürft ihr nicht hin. Hat, das funktioniert sehr gut, ne? Man muss nur eine Axt haben, dann ist es schon gar kein Problem mehr, dann kommst du da so durch. So, warte mal, hier ist schon mal der erste Platz, der geheim aussieht. Oh, dick die Steine platt machen. Das sieht für mich sehr stark nach einem Geheimbunker aus. Oh, oh, vorsichtig, nicht draufgehen. Und die Steine auch so ganz entspannt mit seiner Axt One-Hit-mäßig einfach zerknallt. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich verkaufen kann? Ein geheimes Buch oder so? Nö. Dann eben geöffnet. Oh. Okay, wir sind im ersten Geheimraum. Wo nochmal der Hinweis kommt, dass sie uns beobachten. They're watching me, they're watching me, they're watching me, they're watching me. Er ist so ein bisschen durchgegaggert, der Junge. Schleifmaschine. Wir brauchen eine Keycard. So. Ha! Try to find Keycards, you stupid aliens. Erstmal recyceln und wir brauchen Keycards. Ist ein bisschen wie bei, wie heißt es noch? Duke Nukem 3D. Da war auch all about Keycards. Also wir müssen die blaue Keycard finden. Hier ist nichts los. Eine Menge Kabellage. So, erstmal den Strom ausmachen. Das recyceln. Was ist jetzt das hier für ein Apparat? Wir wissen es nicht. Das kann man aufmachen. Darunter finden wir einen Comicbook. So, Aliens go home. Ah, first keycard. Day 9. They called me insane. That's why I've been here for more than a week. It's just me and Mr. Fox now. Ja, ist auch so. Nur sie und Mr. Fox. Ich bezeichne mich persönlich jetzt hier als Mr. Fox, okay? Wir nehmen jetzt einfach mal an, sie redet von mir. Me and Mr. Fox. So, mehr sehe ich hier nicht. Das heißt, mit der Keycard können wir wahrscheinlich das erste Ding öffnen. Hier? Okay, nein, aber hier? Okay. Dann mal los. Hier haben wir noch wieder... Da oben ist soweit nichts. Einen kleinen Tierkessel eben platt machen. So, was ist das? Das kann man mal mitnehmen, ne? Das ist was zum Zusammenbasteln. Kann ich das kaputt schlagen? Nein. Wir können es nur betrachten. Wie aus diesem kleinen Ding einfach mal so ganz viele Federn raus explodiert sind. Sehr cool. Was ist das? Okay. Nikita Schneider mitnehmen. Ah, was geht mitnehmen? Jo, da wird wieder ein. Da ist wieder ein kleiner Darmwind entfleucht. Recyceln. Kaputt machen. Ein Stuhl. Ja, Hahn, du musst dich entspannen. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Meine Lieben, ihr hört den Honk Renu und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ah, Blue Keycard, lasst
Okay, warte. Me and Mr. Fox are developing a new system of key cards, so that we can protect our food, our beer and our comics from them. Vor allem das Bier muss geschützt werden. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Haut einen Kommentar raus, macht den YouTube-Algorithmus glücklich. Und ansonsten sehen wir uns dann ganz gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.